So, und hier sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge von Let's Play Evo Search for Eden. Und wir waren uns nicht ganz sicher, welches die beste Möglichkeit ist. So, entschuldigt bitte, ich habe gerade nur mal gespeichert. Unsere Evolutionspunkte einzusetzen. Deswegen gucken wir jetzt, was das hier an Schaden macht. Das macht 3 Bissschaden. Okay. Und wieder zurück. Und was macht das hier für einen Bissschaden? Die Pharmix-Fresse? Oh, sieht ja lustig aus. Nein, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Macht auch 3 Bissschaden, aber... Wow! Seht euch das mal an. Unsere Geschwindigkeit nimmt dadurch zu und unsere Sprungfähigkeit erhöht sich. Also ich glaube, das behalten wir. Sehr gut. Und dann sammeln wir jetzt hier jetzt noch ein bisschen... So liebe ich das. Einfach durchfressen. So. Das Schöne ist auch, jetzt können wir nachts die Leute hier einfach auffressen. Weil sie mit einem Biss tot sind. Das macht viel aus. So gehe ich am liebsten auf die Jagd. Ich glaube, mit dem Gesicht können wir glatt zum Vogel werden. Sieht aus wie so ein Urzeitvogel. Dann sind das eine wahrscheinlich Vögelgesichter und das andere wahrscheinlich ganz normale Dinosauriergesichter. Wobei Flugsaurier auch ganz normale Dinosaurier waren. Nur mit der Fähigkeit zu gleiten, weil fliegen konnten sie noch nicht wirklich. Au, haben wir doch nicht deinen Hinterteil ins Gesicht. Das ist ja unappetitlich. Au, hallo. Ja, wollte mich von hinten attackieren, aber nicht mit mir. Da muss schon früh aufstehen, Kollege. So, jetzt könnten wir theoretisch wieder was verbessern, aber wir sammeln noch ein paar Punkte und verbessern dann lieber mehrere Sachen auf einmal. Ich weiß, wir könnten noch langsam mal wieder weitergehen und gucken, was hier noch so schöne Sachen gibt, aber wir doch hier gerade so erfolgreich in Evolutionsgespräche vertieft sind. Und was evolutionierst du so als nächstes? Sie sehen nämlich auch aus wie so eine Mischung aus Vögeln. Zumindest sehen sie vom Gesicht her aus wie so Vögelbabys. Jetzt könnte langsam mal wieder so ein leckeres Stück Fleisch kommen, das auch ein bisschen leuchtet. Hätte ich definitiv nichts dagegen. Au, au. Man lässt sich gefälligst beißen und irgendwas muss ja auch ich leben. Glück gehabt. Schön, dass er sich an mir den Schädel anhaut. Dabei habe ich nicht mal so einen harten Körper. Au. Ja, hau dir ruhig den Kopf an. Ich fress dich dann eh danach auf. Tausend Punkte, das müsste doch für was Sinnvolles lang. Nee, Horn holen wir uns nicht. Ein Hals vergrößern bringt's auch jetzt nicht so wirklich. Transform to Tulek? Na, da kann man höher hüpfen dann, aber... Bringt's das jetzt wirklich? Höheres Dorsal für... Was ist denn mit deinem... Kronisaurus gewesen. Ein Nautilus Tail. Das klingt, als ob es was für Fische wäre. Horned Helmet, Treetops Helmet, Penodons Crest. Aha. Sagt mir alles nichts. Die
finden natürlich noch ein besseres Dorsal. Wir machen das, erhöht unser Leben und unsere Geschwindigkeit. Und das, denke ich, werden wir auch erstmal machen. Eben hatten wir noch 33 Leben und jetzt haben wir 41 Leben. Das ist ja der Hammer. Und wir können noch höher hüpfen. Und unsere Verteidigungsstärke hat sich, glaube ich, auch erhöht. Ja, so lässt es sich leben. Ich muss doch gerade mal gucken, was wir für einen Sprungschaden jetzt machen. Jetzt machen wir auch 3 Sprungschaden. So lobe ich mir das. Die sehen zwar sehr eigenwürdig aus. Was mich hierbei noch so ein bisschen nervt ist... Was heißt nervt? Das Spiel ist sehr, sehr gut. Und ich muss immer mal wieder erwähnen, dass ich es teilweise in manchen Gesichtspunkten besser finde als Spore. Was aber bei Spore definitiv besser ist, ist dieses freie Auswählen der Farbe des Monsters. Weil ich hätte gern, dass mein Dinosaurier nicht unbedingt dieses Pastell-Lila, wir nennen es jetzt einfach mal Flieder, hat. Vielleicht soll es ja auch grau darstellen. Aber es gefällt mir definitiv nicht. Ob wir auch ohne Lex rumlaufen könnten? Wahrscheinlich nicht. Mal sehen, ob sich was verändert, wenn wir Zweibeiner werden. Ob sich dann was bei den Dorsalfins und so noch verändert. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, da war was in der Richtung. Das heißt, wir werden jetzt darauf hinarbeiten, uns zu einem Zweibeiner hin zu verwandeln. Aber erstmal gehen wir mal weiter gucken, was uns noch so erwartet. Können wir ja auch ruhig mal machen. Cool, da wären wir hierher gekommen. Dann gucken wir doch erstmal, was hier in dem Schlammbecken noch ist. Jetzt sind wir ja gut ausgerüstet. We are the ones who watched over the plants. Recently, reptiles have eaten so many plants, so I have become worried. Na toll, wie soll ich den denn beißen können, so? Der bringt mir ja nur 15. Finde ich ja nicht fair. Die sehen aus wie Kaulquappen auf Vierbeinen. Finde ich lustig. Leider schaffe ich es nicht weiter runter zu hüpfen in die Schlammgrube. Da liegt nämlich so ein schöner, leckerer Skelett. Den esse ich doch so gern. Skelett. Wir schauen mal, was uns hier erwartet. Domain of Styrosaurus. My child is missing, so I'm very angry. Please go away, or I will become angry with you as well. Ich glaube, bei dem hatte man die Wahl, ihn zu töten oder sein Kind zu retten. Ich meine, ich habe ihn beim ersten Mal vor lauter Schreck getötet, weil ich mit dem Englisch damals nicht so gut dabei war. Den Fehler werde ich nicht nochmal begehen seitdem. Also wir werden erstmal gucken, dass wir den sein Kind finden. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.